offizielle Meldungen sind 3 Seiten, mhm. Sonderthemen sind 2 Seiten und Programmsystem sind 4 Seiten. Vielleicht sollten wir das ein bisschen... Wir brauchen im Prinzip noch jemanden, der... Es war doch klar, dass so eine Geschichte rauskommt. Also, dass dir das nicht klar war. Niemals im besoffenen Zustand Geheimnisse ausplaudern, schon gar nicht, wenn Kollegen von der Konkurrenz dabei sind. Die Affäre wird natürlich von allen anderen Magazinen aufgegriffen und breitgetreten. Schlecht fürs Image und den Verkauf. Aber gut für unseren Urlaub. Karibik. Ja, schön für den Tag. Was haben wir denn noch? Testmuster. Johnny Rep. Empire. Johnny Rep 2. The Eidolon. Du wolltest was über The Eidolon sagen. So, jetzt verteilen wir erstmal die Testmuster. So. Passt. Passt. Oh, nee. Der ist schon mal. Oh. Na, guck mal, was macht denn der Ludger? Wie wär's denn, wenn der mal was testet? Wenn der mal was schafft. So, der ist noch ausgelastet. Mit seiner Uschi. Genau. So, Rubriken. Dann lassen wir doch mal den ein bisschen. Was wollten wir da auch mal machen? Wir wollten Kontakt. Nee, was? Sonderthemen. Sonderheft muss er auf jeden Fall machen, damit das Ding mal Sonderheft, meinst du? Dass das was fertig wird, das ganze Ding. Okay, aktuelle Meldungen könnten wir noch ein bisschen mehr genau, brauchen. Genau, da haben wir schon festgestellt, dass wir zu wenig haben. Dann Listings. Nee, da hatten wir schon 4 Seiten und bei den ganzen anderen Kram war zusammen nur 3 Seiten. Ja, nur 4 Seiten ist. Ach, ist egal. Ist egal. Was haben wir noch? Videospiele. Interviews war auch. Videospiele und Interviews, das sind die Rubriken, die wir haben. Genau. So. Ja, dann ist er doch schon ausgelastet. Ja, irgendwie ging das ziemlich schnell. Wir brauchen auch neue Mitarbeiter. Stell dir vor, wenn er jetzt einer in Urlaub geht, bricht bei uns alles zusammen. Könntest du mal gucken, ob wir jetzt jeder Hotline einen zugewiesen haben? Was ist eigentlich mit der Games Hotline? Oh, deswegen ist er auch so entspannt, der Herr Gerdes. Nee, mehr kommen wir nicht, weil ja, wir haben so wenig 3-Stunden-Slots sind. Ja. Ja, dann? Guck mal, ob die andere Hotline auch besetzt ist. Die andere Hotline, die Redaktionshotline. Ja. Passt. Gut. Oh, A Mind Forever Voyaging. Den Titel kenne ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt, aber den Titel habe ich gehört. Bei Voyage denke ich nur an eins. Da. Oh, ja, genau. Sky Fox für den Amiga. Sky Fox. Da. Heute haben wir es irgendwie. Okay, das wird erst nächsten Monat fertig. Kann mir das nicht jemand anders geben? Ja, die sind doch alle schon hier ausgelastet. Können ihm höchstens irgendwas anderes wegnehmen. Nee. Dann wird es halt erst nächsten Monat fertig. Wir haben genug. Okay. Außerdem, die Uschi wird ja noch fertig diesen Monat. Naja. Und wir haben noch 10 Minuten. Ja. Schon sind alle Testmuster verteilt. Gibt es eine neue Meldung? Hier. Das ist ja. Irgendwie passiert nichts auf dem Markt. Können wir hier noch. Gibt es denn noch hier. Was sind denn da? They stole a million. Nee. Bastille 2. Das hätte mir ja Spaß gemacht. Wobei ich habe, glaube ich, damals nur Bastille 3 gespielt. War das 3? 3? 3 war das? War schon mit Grafik. Die haben ja alle 3. Ich glaube, du hast, wenn eher 2 gespielt. 3 war mit verschiedenen Dimensionen. Nee, Außenwelt und sowas. Nee. Ich war schon von dem normalen vollkommen überfordert. Ich habe immer irgendwie gleich am Anfang den super Endgegner angegriffen, habe nie gerafft, dass man erst die ganzen anderen Dungeons machen muss. Dann war es Bard's Tale 2. Und ich habe es irgendwann schon gerafft, ich wollte es nur mal erwähnen. Aber es hat schon so ein bisschen gedauert und ich fand es am Anfang super deprimierend. Weil ich immer gedacht habe, das muss so sein, dass der erste Gegner, der einem vor die Flinte rennt, man halt mal angreift. Ja. Und das war halt der Fehler. Ja. Wobei Bard's Tale damals, es waren ja auch so Spiele, wo es ganz wichtig war, Karten selber zu zeichnen und darauf zu warten, bis die irgendwie in einer Computerzeitschrift sind. Denn so Automapping gab es damals nicht. Also bei Bard's Tale 3 gab es ein Automapping der Qualität, sie sind hier, wo immer das auch ist. Es ist wie heute bei den Stadtplänen. Genau. Wenn du so in die Städte reinfährst, dann so, you are here, wo auch immer hier ist. Genau. Ja, aber bei Bard's Tale 1 und 2 wirklich musste man selber Karten zeichnen und dann gab es noch so Gemeinheiten wie Dunkelfelder, wo man dann nichts gesehen hat. Mhm. Und dann gab es noch Wirbelfelder, die einen
gedreht haben, sodass man dann in eine andere Richtung weitergelaufen ist. Und dann gab es Einwegtüren, wo du nur in eine Richtung konntest. Und wenn das in Kombination war, wenn man im Dunkeln gedreht wurde, dann durch eine Einbahntür gelaufen ist und dann versucht hat, währenddessen eine Karte zu zeichnen und hat sich hinterher gewundert, das passt doch nicht. Also da waren das, so miese Sachen gab es bei Bard's Tale. Ich erinnere mich auch an diese Rumwirbeldinger. Langer Tunnel, du siehst das Ende nicht, läufst nach vorne, der wirbelt dich zurück, also dreht dich sozusagen genau zurück. Du rennst einfach weiter, raffst aber nicht, dass du wieder zurückläufst. Mhm. Das nächste Wirbelfeld lässt dich gerade zurückrennen. Und du denkst irgendwie, das ist ein unglaublich langer Tunnel, unglaublich lang. Ja. Und raffst einfach nicht, dass du die ganze Zeit so hin und her pingpongst. Na, ich war es irgendwie nur 5 Meter lang. So. Ja. No. Ich habe mal die Musik geändert, dass man auch mal, dass wir mal wieder eine andere schöne Musik haben. Ist doch grässlich. Aber na gut. Naja. Während wir hier warten, bis unsere Spieler testen, können wir schon mal, wir werden es ja gleich wahrscheinlich im Testmuster was dazu lesen, können wir über The Eidolon mal sprechen. Genau, ja. Genau, das war einer der ersten Spiele von LucasArts, kein Adventure, sondern Screenshots könnt ihr eh nicht erkennen. Also auch bei der riesen Verpackung. Genau. Also hier, da gab es sogar schon noch einen Extrazettel. Das ist ein Booklet, Neudeutsch. Nein, das ist hier, das ist die deutsche Anleitung. Spielbeginn, Commodore 64, Feuerknopf am Steuerknüppel oder F1 drücken. Gang durch die Höhlen, Steuerknüppel in die gewünschte Richtung schieben. Vorwärts, rückwärts, links oder rechts. Abschießen der Feuerbälle. Farbe des Feuerballs durch Drücken von 1 Rot, 2 Gold, 3 Grün oder 4 Blau auswählen. Zum Schießen dann den roten Knopf auf dem Steuerknüppel drücken. Wenn der rot war, sei denn. Also die Qualität hatten die Anleitung damals übrigens. Ja, es hat so die Größenordnung, wie es gab doch diese Kaugummi-Papier, also, wo so Bildchen drin waren. Das ist die Anleitung von Mac, das ist die Anleitung von Eidolon. Also es ging darum, man ist durch eine Höhle gelaufen. Gefahren und da gab es Monster, die man schöne Kassette. Ja, vor allen Dingen ohne Logo. Oh, auf der die Rückseite. Okay. Auf der anderen Seite steht drauf. Aber es war trotzdem, ich fand es eben schon so, ich gucke diese Kassette an. Ich hatte auch so Kassetten so damals vom Radio aufgenommen, da stand dann da drauf, was drin ist, aber nicht bei Spielen. Also man fährt durch eine Höhle und muss die erforschen und muss irgendwelche Tiere, die da rumlaufen, Monster abschießen. Und Kristalle einsammeln, die dann fallen lassen. War ganz witzig und vor allem, was ich sehr erstaunlich finde für damalige Verhältnisse und für C64, es gab flüssiges Scrollen. Also nicht so blockweise wie bei Bard's Tale, wo man so blockweise und in 90 Grad Schritten, sondern es war zwar relativ primitiv die Grafik, aber flüssig 3D quasi. Ja, und auch die Monster kamen so 3D-mäßig, so ein bisschen Grafikrichtung Wolfenstein 3D Doom. Halt ohne Texturen, aber immerhin, also für damalige Verhältnisse wirklich sehr cool gemacht. Wir werden gleich sehen, welche Grafikqualität dieses Spiel hatte. Wenn professionell bewertet. Wenn nicht nur irgendjemand so wie ich so erzählt, sondern unsere professionellen Tester. So, gibt's denn neue Testmuster? Leather Goddesses. Leather Goddesses of Phobos. Du kennst das auch noch. Ich kenne die alle drei. Ich habe mir gerade Gedanken gemacht, welche anzüglichen Spruch ich jetzt dazu bringe. Wir haben jetzt keine einzigste Chance, auch irgendwas... The Bard's Tale, jawohl. Also auch andere Leute brauchen ewig dafür. Ich beruhige mich jetzt. Genau. Oder gibt es noch den Ezzard? Guck mal, was macht der Ezzard? Guck, der ist nämlich mit seiner OG fertig. Ja, aber der ist jetzt schon, der ist auch bei 100%. Ja, aber da gibt es doch trotzdem ihn, oder? Ja. Ja, gut. Guck. Outer Dash 3, also Outer Dash habe ich auch gespielt. Genau, kenne ich alles, aber dann gucken wir jetzt mal. Also wolltest du uns jetzt was über die Leather Goddesses erzählen? Leather Goddesses of Phobos, das ist ein Text-Adventure von Infocom und Infocom? Ist nicht die Infogram? Infocom. War nicht das mit der Schildkröte? Nicht Infogrames. Infogrames war doch die französische Firma, die dann Atari gekauft hat und sich umbenannt hat in Atari und dann Konkurs gegangen ist. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur an dieses, das war keine Schildkröte, was war das? Das war so ein Tier. Ja, so ein Gürteltier. Gürteltier, genau. Ein Gürteltier war es. Ja. Nee, die waren es nicht. Infocom,
das war eine der erfolgreichsten Unternehmen der frühen Spielegeschichte. Die haben ganz viele Adventures rausgebracht, von denen ist zum Beispiel Zork 1 bis 3, Leather Goddesses of Phobos, also irgendwie schon so ein bisschen sexy Adventure, aber halt ohne Grafik. Sexy Adventure ohne Grafik. Hitchhiker's Guide to the Galaxy war von denen. Also sehr viele Interactive Adventure. Fiction nennt man das ja heute. Also sehr viele Text-Adventures, die sehr erfolgreich waren damals. Denn Infocom, die hatten einen sehr guten Parser. Also bei Text-Adventures tippt man ja ein, was man machen soll. Ich meine, wenn ihr meine Hexuma-Videos gesehen habt, dann seht ihr, wie ich immer wieder Spaß mit dem Parser habe, dem verständlich zu machen, was ich eigentlich von ihm will. Und der hat bei den letzten Infocom-Adventures wirklich wahnsinnig viel verstanden. Zwar nur Englisch, es gab auch eine Prototyp-Version von Zork auf Deutsch, allerdings ist das nie erschienen. Aber der englische Parser hat wirklich komplexe Sätze verstanden, die man ihm sagen konnte. Also das war das Herausragende. Und die haben auch sehr gute Story-Autoren gehabt. Mhm. Nur, aber halt nur Text. Also halt irgendwann war das halt out. Da waren Grafik-Adventures in und dann sind die irgendwann Konkurs gegangen. So Ende der 80er. Ich finde es aber ganz spannend, dass man für ein Text-Adventure Leather Goddesses als Titel wählt. Ja, da war halt noch... Ich meine, es gibt auch erotische Romane. Ja? Also wobei, das war nicht wirklich erotisch. Also ja, aber ich meine, Sex Sales hat ja damals schon... Ja, also, ja. Aber also ich meine, beim Text-Adventure hätte ich jetzt mir irgendwie... Probierst du es doch nicht mit Sex Sales, sondern mit irgendwie... Violence. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, so. Das gab es halt auch. Also, wie gesagt, war wohl ein recht gutes Spiel. Aber das werden wir wahrscheinlich dann nächsten Monat sehen. So, oh, neues Testmuster, Asterix. Worum es da wohl geht. Wenn das ist, was ich meine, was es ist, dann, ja, ich glaube, wir müssen noch jemanden einstellen. Also wir sind, Weißt du, vorhin noch so, ach, lass uns doch so einen Freien einstellen. Ah. Ich habe doch noch hier, also wir haben doch schon einen eingestellt. Wieso willst du den rausschmeißen? Nein, neuen einstellen. Ach so. Stellenmarkt? Wen haben wir denn noch? Nur Männer, ist dir das schon aufgefallen? Dann nehmen wir doch mal die Angelika Langner. Überschwängliche Nervensäge. Haben wir noch Birgit Böhr. Überschwängliche Nervensäge. Wir erkennen ein gewisses... Das war's an Frauen. Okay. Der ist eine lockere Nervensäge. Was haben wir denn? Der Eckbert. Nö, der hat gekündigt, den nehmen wir nicht mehr. Witziger Egoist. Sachlich. Sachlicher Besserwisser. Ich finde den gut. Gut, nehmen wir den sachlichen Besserwisser. Ja. Gut, dann... was heißt das eigentlich mit Urlaub? Ach, die haben den sogar geplant. Urlaubsplanung. Aber nur 3 kriegen Urlaub dieses Jahr. Wir sind ja eh nur... Ja, die anderen haben wir erst eingestellt. Die haben schon, bevor sie bei uns angefangen haben, wahrscheinlich Urlaub gehabt. So, die letzten 40 Sekunden. Sind voll die Ausbeuter, ist dir das? Dann geht doch wenigstens noch auf Image, um zu sehen, dass trotzdem, dass wir Ausbeuter sind, ich glaube, die Tasse da. Image. Mitarbeiter, unser Image geht runter. Konkurrenz findet uns jetzt 7%. Ja gut, das ist, weil wir beschäftigt sind, Karibik und so. Genau, ja. Ach was. So, 20 Sekunden, die können wir überspringen. Die 12. Redaktionskonferenz. Ah, so. Jetzt. Ich bin der Meinung, dass wir den Spielen noch ein entsprechendes Qualitätssiegel unseres Magazines verpassen sollten. Dieser Gedanke kommt sowohl unserem Image, den Lesern, als auch den Softwareherstellern zugute. Damit bestimmen wir, welche Programme eine Aufzeichnung erhalten und welche nicht. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Aber ich finde, es kommt vor allen Dingen unserem Image zugute. Brauchen wir ja gar nicht. Mit so einem tollen Image. Ja, ich meine, da können wir, damit mit so einer Auszeichnung können wir von unserem Image quasi was abgeben, noch an die Firmen, die wir auszeichnen. Ja, genau. So, und ja, ist auch ganz ordentlich. Mein Boulder Dash ist noch fertig geworden. Siehst du? Na, Eidolon 88%. Mal gespannt gleich, was jetzt zu sagen. Dann 19 Seiten Werbung, 104 Seiten insgesamt, 32 Seiten Tests, 14 Tipps und Tricks, 7 Messeberichte, 19 Seiten Werbung. Die Interviews und Videospiele sind dazugekommen. Das sind genau, 6 Seiten Interviews, das ist schon... Das sind 11 Seiten, das waren 19. Eben waren wir bei 89 oder so. Also es ist schon... Genau. Oh, und die Auflage ist hoch, 9600. Wollen wir es bei 12.000 lassen, oder? Lass mal da, ich kann das bisschen Geld, was wir da raushauen. So, dann weiter.
Und na, ja, wir halten uns immerhin stabil. Wenn die nächste Messe kommt, wir immer schrammen noch. Wir weg. Wir brauchen dringend mal finanzielle Reserven. Du willst das kosten? Wir machen 3 Euro D-Mark Gewinn pro Heft. Also, okay. Und wir haben jetzt, du musstest ja jetzt noch einen einstellen. Der kostet ein unglaubliches Maß an Geld. Das nächste Mal schreibst du die Artikel. So, Gaming Insight Nummer 12. Also, wir haben das erste Jahr rum. Also, gucken wir noch mal, was haben wir denn so? Arcana. Baludar in Arcania. Kompetent in Szene gesetzt. Ein Lob an die Programmierer. Damals wurden noch die Programmierer gelobt. Weißt du, heute so die Grafiker und Designer und... Wobei immerhin, dass damals schon so 86 war die Zeit, wo man langsam auch erfahren hat, wer das Spiel programmiert hat. So Anfang der 80er war das noch total unüblich. Also da wurde auch der Name der Programmierer nirgendwo erwähnt, weder in der Anleitung noch in der Verpackung. Das waren quasi Lohnsklaven, die Dinger geschrieben haben. Und damals hat man den künstlerischen Aspekt von Computerspielen noch nicht so gesehen. Bis dann irgendwann, also bei Atari war das insbesondere so, bis dann die Programmierer enttäuscht ihre eigene Firma gemacht haben, namens Activision. Da sind einige Atari-Programmierer hin. Mhm. Und die haben dann den Namen des Programmierers auch auf die Verpackung geschrieben und damit quasi auch Werbung gemacht. Mhm. Und dann auch ein bisschen von dem Ruhm eingeheimst. Und waren damit auch sehr erfolgreich. Activision hat ja, ist ja immer noch, ja, Blizzard Activision heißen die jetzt. Ja. So. Deine Uschi, was ist denn mit der Uschi? Ein Fest für Fans, Sportspiel, ein Judo-Programm. Okay. Ich glaube, Judo-Programm, ich wusste gar nicht. Also Judo war damals ja sehr beliebt. Gibt es das heute eigentlich noch? Also natürlich gibt es, Entschuldigung, Judo gibt es natürlich noch, aber also Judo war ja damals in jedem Sportding da unterwegs, oder? Gefühlt die Hälfte bei uns im Jahrgang hat Judo gemacht. Also ich nicht. Nee, ich war auch eher der nicht aber ganz so sportliche Typ. Das war damals irgendwie, macht von euch irgendjemand Judo? Schreibt doch mal einen Kommentar, wenn ihr Judo macht. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob das heute noch jemand macht. Oder ob das jetzt noch wirklich eine signifikante Anzahl von Leuten heute macht. Gefühlt früher hat das jeder Zweite gemacht. Also, aber Judo-Spiele? Also ein Computerspiel über Judo? So Mortal Kombat, so mitten in die Fresse, sowas gibt's heute, aber... So, was haben wir hier? Johnny Rap Strategie 2, Wirtschaftssimulation, Hersteller Lothlorien. Lothlorien? Wo kommt mir das? Lothlorien bekannt? Herr der Ringe. Ach, Lothlorien. Kompetent in Szene gesetzt. Was haben wir da? Empire. Guck mal, der nächste Hersteller mit Micro am Anfang. Micro Deal. Empire, war das nicht so ein Weltraumspiel? Nee, ich würde sagen, es war ein Risikoklon. Das kann sein. Ich meine, Dennis, die Überschrift hierzu ist Risiko übrigens. Ah, ja, das könnte also argen, wie du das. Also mein Wissen über Spiele ist unglaublich. Genau. Also ein tolles Spiel, aber kein neuer Meilenstein. So, The Eidolon, was war denn? Die epochale Entdeckung des Dr. Argon. Technisch und spielerisch einwandfreie Kaufempfehlung. Hier, kauf dieses Spiel. Oder so ähnlich. Ja, was war, die Grafik war spitze, oder was hattest du nicht gesagt? Also es hat flüssige 3D-Grafik gehabt und das war für damalige Verhältnisse echt hier 83%. Und ist auch ganz witzig. Also gut, heute kriegt man irgendwie nach 10 Minuten Kopfweh, wenn man es spielt, aber... Ja, du siehst aber, der hatte offensichtlich auch Kopfweh, weil die Grafik ist 83, Sound 86, Motivation 83, also ist das statistische Mittel 88. Stimmt. Da ist irgendwas stimmt da nicht. Von Lucasfilm übrigens, ja. Genau. Skyfox, das war noch bevor Maniac Mansion und sowas kam. Die kamen, ja, aber Lucasfilm sind die sind doch jetzt verkauft worden, oder? An Disney. Ja, Disney. Genau. Also Lucasfilm Games hießen die früher, hießen dann LucasArts. Ja, LucasArts. Genau, LucasArts haben sie platt gemacht. Mhm. Und Lucasfilm, da kommt ja jetzt ab 2015 jedes Jahr ein neuer Star Wars Film raus. 2015 kommt Episode 7, dann kommt 2 Jahre später Episode 8 und wieder 2 Jahre später Episode 9. Und zwischen den Episoden sollen so Einzelfilme kommen, irgendwie ein Han Solo-Film und ein Yoda-Film und irgendwie so, bin mal sehr gespannt. Die Dreharbeiten haben übrigens jetzt gestartet für Star Wars 7. Ich bin da mal sehr gespannt.
Ich auch. Ich bin doch so ein Oldschool-Gucker. Ich finde halt die alten Filme richtig. So, einer der ersten Amiga-Spiele, 1986, da kam der Amiga auf den Markt. Also ich glaube 85 so ungefähr, aber 86 ging es allmählich richtig los. Und das erste Amiga-Spiel, was wir hier bei Gaming Insight testen, Skyfox, ist alles in allem zufriedenstellend. Noch nicht so der Kracher. Haben sie den Amiga noch nicht so im Griff gehabt. A Mind Forever Voyaging. Den Titel Infocom. Ja, stimmt. Steve Maretsky ist back. Und genau. Du kennst Steve Maretsky. Steve Maretsky hat auch andere Infocom-Adventures gemacht. Ich weiß nur gerade nicht welches, aber der war ein sehr erfolgreicher Spieledesigner damals bei Infocom. Super Spiel mit übersehbaren Mängeln. Ja. Was du alles weißt. Also Infocom war mir schon kein Begriff, aber Steve Maretsky ist jetzt... Wer Infocom kennt auch Steve Maretsky. Und wenn ich jetzt richtig Ahnung hätte, dann wüsste ich auch, was der noch für Spiele gemacht hat. Aber ich weiß, dass er für Infocom Spiele gemacht hat. So. Und wir sollten auf jeden Fall irgendwann noch ein Infocom-Spiel auch mal hier wenigstens mal zeigen, glaube ich. Also mal so zeigen. Weil jetzt bin ich schon neugierig, wenn du schon den Namen Steve Maretsky kennst, dann ist es ja wirklich schon hier ziemlich bezeichnend. Wir können mal in Zork reingucken oder so. Ist halt auf Englisch, aber... Ist das von Steve Maretsky? Nee. Jetzt habe ich dich eben hast noch gesagt, du hast keinen Namen. Ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken, was von dem so ist. So, und Baldur's Dash 3... Ja, wir erinnern uns, man wühlt sich durch den Dreck, einem fallen Steine auf den Kopf und man muss Diamanten einsammeln. Klingt nach Minecraft. Ja. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, Minecraft ist eigentlich nur ein modernes Baldur's Dash. Nur, dass man bei Baldur's Dash nichts craften kann und dass man auch keine Blöcke, keine Gegenstände mehr setzen kann. Aber man muss Diamanten sammeln, im Dreck wühlen und Steine ausweichen. So, es geht doch. Weiter so. Also... Damals, Ich hab's gespielt, ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Noch richtig, die Monster waren so pulsierende Quadrate irgendwie so, oder... Echt, daran erinnere ich mich jetzt. Aber das ist jetzt, also das ist verschwommen. Ich weiß noch, wie ich da mal rumgerannt bin, dann irgendwie ein Stein runtergefallen ist und dann ist nicht nur einer, sondern irgendwie 10 Steine und runter. Und dann macht er es bumm und man war immer mit kaputt. Ja. Genau. Da erinnere ich mich noch dran, aber dass die Monster da, das war ich nie. Vermutlich, weil ich nie an den Monstern, sondern immer an den Steinen gestorben bin. Wie so üblicherweise. Okay. Du, wir haben Charts. Wir haben Charts. Aber man kann sich nur die Spiele angucken. Ach so. Ach, schade. Ja. Gut. Okay, damit haben wir das erste Jahr geschafft. Dann würde ich sagen, wir speichern mal ab. Und wo, speichern ab? Wo ging eigentlich das Abspeichern? Das ging hier irgendwo. Wo ging das? Nein, das war da, glaube ich, im Büro. Im Büro? Im Büro. Also Ablage. Sonderheft. Da hinten weiter rechts, jetzt nach rechts. Da, ne, da, war das nicht da? Finanzen? Das irgendwo konnte man doch abspeichern. Das haben wir doch das letzte Mal auch hingekriegt. Optionen. Ah, Spielstand speichern. Okay, dann speichern wir mal. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir haben das Jahr 1986 durch. Also wir haben jetzt die Ausgabe 1286 hinter uns. Und dann lassen wir es an dieser Stelle für heute gut sein und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns an die Arbeit zur Ausgabe Januar 1987 machen. Und dann bin ich ganz gespannt, was wir dann für Spiele haben werden. Dann bis dahin, macht's gut. Ad Astra.